Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Mana-Krieger. Und herzlich willkommen in der langen Röhre. Und da krabbeln wir jetzt mal durch. Kannst du auch beiseite schieben. Und da denke ich mir jetzt so, warum geht er hier einfach hin und schiebt es so beiseite? Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Rechts lang. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Aber rechts. Auf jeden Fall ordentlich präpariert. Ja. Warten wir mal ein bisschen, dass er sich ein bisschen beruhigt hat. Mal weiterkrabbeln. Hat schon so ein bisschen was von Saw, oder? Wir gehen noch ein weiter hier. Hier gucken wir jetzt wieder, wo es lang geht. Ey, ohne Scheiß, das ist so eine krasse Spannung irgendwie. Ich bin immer noch der Meinung, man kann die Scherben einfach wegwischen. Ist halt nicht der hellste. Gucken wir mal. Zack. Echt lang. Aus das Ding. Das sieht ja gut aus. Auf zu heulen. Ja! War ja nicht so schlimm. Ich muss sagen, da ich gerade gedacht habe, was steht da denn jetzt? Aber hier, keine Wahl. Ich habe sowieso keine Wahl. Es gibt keinen anderen Ausweg. Durchhalten. Reiß dich zusammen. Los, Ethan. Okay. Rein damit. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Füße zuerst. Ich halte die ganze Zeit fest. Was soll ich denn machen? Der wartet jetzt, dass ich loslasse, oder was?
Es ist echt richtig. Diese Atmosphäre, die dieses Spiel rüberbringt. Ich meine, ich habe es jetzt seit 4,5 Jahren nicht gespielt. Das ist echt so. Wow. Do not touch, liebe Freunde. Das heißt quasi, komm mal rüber. Ich glaube, hier bin ich auch beim Spiel ein paar Mal verreckt, glaube ich. So, gucken wir uns das mal an. So, das ist ja aus hier. Da können wir hoffentlich durchgehen. Ich meine, ohne Stromschlag wäre es ja auch langweilig, ne? Ah! Entschuldigung, war nervös. So. Oh, da sind wir durch. Easy. Kommen wir oben durch. Ja. Ich hab gedrückt. Hau doch ab, ich hab doch gedrückt. Da komme ich doch. Ne, da muss ich lang, oder? Ich glaube ja. Da komme ich lang. Auch wenn ich da gerade lang kam. Ich glaube, ich hab was falsch getan. Mir geht es schlecht. Ich kann bald nicht mehr. Ich schaue mir die einzelnen Kondensatoren lieber genau an. Wenn ich den richtigen Weg nehme, komme ich vielleicht in einem Stück durch. Da kommt er durch, oder?
Ja, es wird ein bisschen hart, aber muss man mal durch, Junge. Nervös, was das angeht. Sieht gut aus, da kommen wir durch. Tada! Das haben wir schon mal hier ganz locker vom Hocker, haben wir das hier gemanagt, liebe Freunde. Aber es ist noch nicht vorbei. Erstmal was trinken hier. Jetzt spielen wir wieder die Alte. Mittwoch, 21:06, 60 mm. Wird langsam eng. Ich weiß, meine Hackfresse ist mal da drüber. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die stöhnen aber auch nur. Wenn er jetzt wach wird, das gibt Erklärungsnot. Ethan? Ethan! Hören Sie mich? Ethan! Ethan! Ist ein Koreaner. Ethan! Der braucht erstmal ein bisschen Dope. Wobei, wir können ja schon mal hier mit der Madison, können wir ja schon mal hier gucken, was hier drin ist. Ui, Knarre. Ui, Origami-Figuren. Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Super, ne? Da kann ich ihn überhaupt machen? Kann ich überhaupt machen? Hier einfach wieder. So, tschüss. Da ist eine Zeitung. Wenn du da reinguckst, siehst du alles bezüglich Origami. Ethan! Ethan! Was soll man machen? Machen wir hier runter. Sind das Brandmale auf Ihrer Brust? Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Ganz wichtig.
Ah, ein bisschen geschwollen. Ich meine, die Rippe war auch noch durch. Hast du Fieber, Jung? Sie haben sehr hohes Fieber. Da gibt es was von Ratiofarm hier. In dem Puff. Gucken wir nochmal hier, was hier los ist. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Was haben wir hier? Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Ja, kennst ja schon, wie das läuft. So, nachdem wir hier eine komplette Analyse gemacht haben von dem Kerl, wissen wir, wir müssen einfach den kompletten Medizinschrank abbauen und einfach alles mitnehmen. So, da haben wir einmal... Wie ist das? Die nehmen wirklich alles mit. Hör mal auf, so zu stöhnen, sonst kriegst du gleich einen Socken ins Maul. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Erstmal ein bisschen Brandsalbe. Hat man immer zu Hause. Im Hotel. Entschuldigung. Was war denn das? Brandsalbe? Machen wir hier. Reibe, Gänschen. Ja, stell dich so an, immer. Entschuldigung, ich passe auf. Nee, passt du nicht? Reibe, Gänschen. Reibe, das Gänschen. Das hier sollte helfen. So. Was haben wir noch? Da haben wir noch ein dickes, geiles Desinfektionsmittel. Das können wir mal hier schön auf den Arm pullern. Achtung, brennt. So, jetzt kriegst du noch was für dein Fieber. Ich habe alles desinfiziert. Sehr gut. So, nachdem wir es desinfiziert haben, wird die Scheiße verbunden. Wir drehen es jetzt darum. Ach, das muss ich die ganze Zeit drehen. Warum zeigt das dann hier, wird das nicht mehr angezeigt? Was jetzt? Macht ihn jetzt? Ach, hinten. So, das war's. Wie geht's Ihnen? Kriegst jetzt noch ein Fiebermittelchen. Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Ziemlich, ziemlich schade. Warum hat die dem nicht das Fieberzeug gegeben? Ich weiß, dass ich noch Medikamente hatte. Ich wollte die dem auch geben. Aber ich wollte ihn erst verbinden, nachdem ich ihn desinfiziert habe. Damit ein Schuh draus wird. Wie geht es Ihnen? Die
schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Haben Sie Probleme mit der Mafia? Geldschulden oder irgend sowas in der Art? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ja. Ich gehe dann. Dann tschüss, ne? Viel Glück. Nächstes Rätsel. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht. Ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Kontaktlinsen? Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht. Musik wieder ein bisschen laut, ne? Einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen.
Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Sean Mars' Leben hängt von Ihnen ab. Sagen Sie uns unbedingt alles. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Das reicht. Wir verschwinden hier. Lassen Sie mich. Sie haben dazu kein Recht. Bereue jetzt schon wieder meine Entscheidung. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde Nein, ich Sie und dem Sie Typen sind raus. Drohen. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Wollen Sie den Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Jetzt! Sofort! Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Ja. Das wird jetzt nicht gut für ihn enden. Da ich gerade auch überhaupt keine Ahnung habe. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden aus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. So, wir machen hier eine kleine Unterbrechung, Freunde. In diesem Sinne, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.